Wir üben weiter, Addition, Subtraktions und so weiter und ähnliche Verfahren. Ja, gut, danke. Ich mache mal kurz Pause. So, folgendes Beispiel. Und ihr entscheidet, welches Verfahren wir anwenden. Wir haben zwei Arten von Gleichungen, meinetwegen 3x minus 5y ist gleich 0. Und die andere heißt minus 3x minus y ist gleich 8. Welches Verfahren nehmen wir in diesem Fall? Wir nehmen hier das Additionsverfahren und wir schreiben auch direkt hin 1 plus 2. Warum? Es schreit danach, denn wenn ich 3x plus minus 3x nehme, habe ich kein x mehr in der Gleichung. Das heißt, hier entsteht eine 0. Ich mache mal die 0 in grau, ganz dünn. Die können wir uns nämlich schenken. Und jetzt müssen wir aufpassen. Minus 5y plus minus y ist 6y. 0 plus 8 ist 8, naja, und der Rest ist leicht und dann Tippeltappeltour. Jetzt geht es darum zu entscheiden, welches nehme ich. Na, hier, also, das können wir uns schenken hier vorne, das brauchen wir nicht hinzuschreiben. Hier gibt es eine Frage. Ja, ich sag das auch noch, plus minus. Minus 6y, dankeschön, na klar. Also das hier vorne, das schenken wir uns und minus 6y wäre richtig, teilen durch minus 6 und so weiter. Ich schreibe mal schnell ein anderes Ding auf. Jetzt haben wir hier die erste, die heißt 4x ist 5y minus 9, die zweite heißt 8x ist y plus 3. Was machen wir aus dem Ding? Moment. Okay, erster Vorschlag, ich nehme die obere Gleichung mal 2. Dann heißt die obere, ich schreibe die jetzt mal hier schnell wegen der Zeit rein. 1, 1, ne? 8x ist gleich 10y minus 18. Jetzt gucken wir uns mal die beiden Gleichungen an hier. Hier, die beiden Gleichungen. Die brüllen nach was anderem. Wenn 8x das Wert ist und 8x das Wert ist, dann schreit es eher nach 1, 1 ist gleich 2. Genau, Gleichsetzungsverfahren. Also schreiben wir die erste, 8x ist das Wert, hier das hier. Dann schreiben wir 10y minus 18 ist gleich, und jetzt kommt, das ist es Wert, y plus 3. Wir haben nur noch eine Variable umstellen, der Rest ist wieder billig. Einverstanden? Ja. Gut. Jetzt haben wir die beiden. 3x plus 4y ist gleich 0 und 5x minus 3y ist gleich 25. Was tun? Jetzt überlegen, ich mache Pause. Richtig, schön. Das obere alles mal 5 und das untere alles mal 3. Dann entsteht hier folgende neue Gleichung. Gleichung 1, 1. Das ist nicht mehr die Originale. Wir brauchen dann später die Originalen immer wieder. Und die heißt dann alles mal 5, 15x. Plus 20y ist trotzdem 0, ne? 5 von 0 bleibt 0. Und die 2, 1 heißt dann so, alles mal 3, 15x, ach wie schön, minus 9y ist gleich 75. So, und jetzt brüllt es nach welchem Verfahren? Nach dem Subtraktionsverfahren. Ich sage also 1, 1 minus 2, 1. Wenn ich das subtrahiere, 15x minus 15x ist nichts mehr. Ich schreibe es trotzdem nochmal in grau hin. Hauptsache, ich passe jetzt mit den Minuszeichen auf. Also das hier runter, ne? Ganz normal subtrahieren. Ergibt 0, peng. Und jetzt geht es ganz normal weiter. Jetzt hat man gesagt, 1 minus 20y minus minus 9y ist 29y. Nochmal kontrollieren. 20y, davon ziehe ich minus minus 9y, also rechne plus 9y ab. Und 0 minus 75 ist minus 75. Der Rest ist wieder wie üblich. Okay. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ich kann es auch mal ein Beispiel mit Kommazahlen bringen, aber vorher gibt es vielleicht noch eine Frage. So, dieses. 0,3x plus 0,3y ist 0,5. Und die zweite 0,6x minus y ist minus 3. Was machen wir da? Das obere mal mal 2. Ja, würde ich auch machen. Den ganzen Kram mal 2, überall. Ich schreibe es mal als 1, 1 hier schnell drunter. Habe ich 0,6x plus 0,6y ist gleich 1. Und welches Verfahren kommt jetzt typischerweise zur Anwendung? Wenn ich jetzt die neue blaue habe, 1, 1. Welches brüllt? Subtraktionsverfahren, na klar. Von der 1, 1 die zweite abziehen. Und dann landen wir hier bei. Und hier wieder bei was Vernünftigen. Und zwar von 0,6y ein ganzes y abziehen ist minus 0,4y. Und von 1
Minus minus 3 ist 4. Oder habe ich das falsch geschrieben? Ja, Moment. Wunderbar. Aufgepasst und ich habe gepennt, muss ich echt sagen. Also, hier, das war falsch, na klar. Das würde sich dann bei der Probe natürlich entsprechend auswirken und dann müsste man es normal machen. Also, 0,6y minus minus ein ganzes y ist dann plus 1,6y. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Ich hoffe. Ja, und der Rest ist wieder das Übliche. Machen wir das, ziehen wir das mal ganz schnell so weit durch, damit ihr die Probe auch noch mal seht. Ich teile durch 1,6. Dann ist y, was denn? Bitte? Auf Stopp? Ja, hier kam noch mal die Frage. Hier steht nichts, also ist es ein ganzes y. Daher kommt diese 1,6. Machen wir noch mal schnell weiter. Ich teile durch 1,6. 4, 1,6. Das macht man im Kopf besser, indem man sagt, mal 10 heißt 16 und hier ist eine 40. 40 durch 16, beide durch 4 schnell mal, ist 10 Viertel. 10 Viertel ist 2,5. Einverstanden? So, bis dahin. Jetzt habe ich aber nur die eine Hälfte der Lösung. Jetzt kommt x. Aber wie kriege ich so schnell wie möglich x raus? Indem ich eine von beiden einsetze. Was hast du genommen? Moment. Ne, wir haben 10 Viertel. Wird schon stimmen. Wir werden es ja dann probieren. Wir nehmen y in 2. Das schreibt man auch so hin. Die zweite heißt 0,6x minus 2,5 soll minus 3 ergeben. Hier gibt es noch eine Frage. Gut, haben wir auch geklärt. Jetzt kommt wieder das Übliche. Also plus 2,5. Dann habe ich 0,6x ergibt minus 3 plus 2,5 ist minus 0,5. Und ich teile durch 0,6. Dann sieht das so aus. X ist gleich minus 5 Sechstel. Richtig? Gucken. Minus 5 Sechstel. Jetzt muss ich die Probe machen. Die Probe heißt, die muss in die Originale. Die originale Gleichung ist die, beziehungsweise die. Die muss in beiden originalen Gleichungen funktionieren. Macht beide Proben. Und zwar Probe. Und wenn die stimmt, dann haben wir es schon mal hinbekommen. 0,3x. Und jetzt schreiben wir nicht x, sondern 0,3 mal minus 5 Sechstel. 5 Sechstel in Klammern schreiben. Plus 0,3 mal 2,5 soll sein 0,5. Das gilt es auszurechnen. Wenn das stimmt, haben wir Glück gehabt. Ja. Ja. Gerade die es nötig haben. Wie macht man es? Ja, erste Probe funktioniert. Sieht man deutlich. Zweite Probe sieht man deutlich. Wir haben richtig gerechnet. Wichtig, bei der Probe in die originalen Gleichungen einsetzen. Und ich kann es euch nur empfehlen, denn wenn ihr hier Mist gemacht habt und habt keine Probe gemacht, schade drum. Wer also die Zeit hat, prüft seine Ergebnisse mittels Probe. Probe ist nichts weiter als ausrechnen. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Jetzt überlegen wir noch, wie wir den Abschluss freundlich hinkriegen. Ich denke mal mit einem freundlichen. Und das war's für heute.